In Berlin-Charlottenburg sind mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen, um an die sogenannte Nakba zu erinnern. Der arabische Begriff bedeutet die Katastrophe. Damit gemeint sind die Flucht und die Vertreibung hunderttausender Palästinenser in der Zeit nach der israelischen Staatsgründung im Jahr 1948. Viele Demonstrationsteilnehmer stellen die damalige Situation in eine Reihe mit dem heutigen Vorgehen Israels gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen und im Westjordanland. 76 Jahre ist heute der Tag am 15. Mai und in Deutschland wissen immer noch viele Menschen nicht Bescheid. Und deshalb sind wir heute auf der Straße, um an diesen Tag zu erinnern, weil sie eben auch nicht vorbei ist. Sie geschieht immer noch, die Katastrophe. Oder das, was da jetzt passiert? Ich denke, das ist eine Fortsetzung dessen, was schon passiert ist. Israel geht seit dem beispiellosen Überfall der Hamas auf Israel und den Massakern vom 7. Oktober massiv gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Dabei wurden Zehntausende Zivilisten getötet. Die Organisatoren der Kundgebung in Berlin hatten 1000 Teilnehmer angemeldet. Nach Angaben der Polizei nahmen in der Spitze 600 Menschen daran teil. We're here today to remember the Nakba. We've come here as students from Belgium. Wir sind heute hier, um an die Nakba zu erinnern. Wir sind Schüler aus Belgien. Wir sind auf Klassenfahrt in Berlin und haben uns dazu entschieden, hierher zu kommen. Viele von uns wollen sich am Kampf der Palästinenser beteiligen. Und wir wollen an diesen historischen Tag erinnern. Wir wollen nicht nur daran erinnern, sondern auch darauf hinweisen, dass diese Gräueltaten bis heute stattfinden. Because the atrocities that happened that day are still happening to this day. Der Polizei zufolge verlief die Kundgebung ohne größere Zwischenfälle. Im Bezirk Neukölln dagegen kam es am Abend zu Tumulten und Dutzenden Festnahmen.